Na, das ist wieder eine Folge für euch. Wörter lernen, die ihr schon kennt. Vorausgesetzt, ihr könnt ein bisschen Englisch. Oder seid ihr etwa solche Loser, die in der Schule bei Englisch nicht aufgepasst haben? Hallo zu Russisch Live. Heute geht es bei uns um Wörter im Russischen, die ihr automatisch könnt, wenn ihr schon einmal Englisch gelernt habt. Denn wir wissen ja, in Deutschland lernen viel mehr Leute Englisch als Russisch in der Schule. Und viele kennen auch Deutsche, die kaum Englisch verstehen. Von solchen Wörtern gibt es eine ganze Menge. Das würdet ihr schnell merken, wenn ihr zum Beispiel in Russland das Arbeiten anfangen würdet. Zum Beispiel, wenn ihr den Russen etwas verkaufen wollt. Das tun doch Deutsche, oder? Dann müsst ihr euch erstmal Gedanken um euer Marketing machen. Ja, wir sind nicht mehr in den 90ern, wo Leute schon Deutsches kaufen, nur weil es von dort kommt, wenn sie Geld dafür hatten. Unser halber Supermarkt ist trotz Sanktionen halb voll mit deutschen Sachen, die in Russland hergestellt werden. Ermann-Joghurt und Löwenbräu-Bier. Aber ihr verkauft natürlich etwas Besonderes. Handmade vielleicht. Oder habt ihr ein eigenes Startup? Oder seid ihr ein Freelancer, der für andere arbeitet? An diesen ersten Wörtern merkt ihr auch, dass die Russen die englischen Begriffe anders als ihr in ihrer Schrift übertragen und auch der Klang sich dann etwas in Richtung Russisch ändert. Während ihr Deutschen ja eure englischen Wörter möglichst englisch aussprecht. Aber zurück zum Thema Business. Am besten erstellt ihr für eure Sachen erst einmal eine Preislist auf Russisch, damit die Leute wissen, was das so kostet. Aber ich weiß ja, Arbeit ist für einige von euch nicht so das richtige Thema. Aber irgendwann habt ihr ja Feierabend und da muss man aktiv sein. Zum Beispiel könntet ihr Fitness machen. Dazu könnt ihr übrigens wie in Deutschland als Frauen Leggings anziehen. Oder steht ihr mehr auf Bodybuilding? Was? Was ist eure Freizeitgestaltung? Ihr surft nur im Internet und guckt Talkshow? Bevor wir noch über sinnvolle Freizeitgestaltung diskutieren, wechseln wir lieber zu einem neutralen Thema. Am Computer sitzt man zum Beispiel sowohl beruflich oder privat als User. Da geht ihr am besten ins Internet. Wir haben da eine tolle Online-Zeitung mit ganz vielen Followern und auch einigen Hatern. Das bringt es mit sich, wenn man News macht und dann noch in Deutschland über Russland. Egal welche Meinung man vertritt, 50% sind immer unzufrieden. Einmal hatten wir sogar einen Hacker im System, der uns wohl gar nicht mochte. Da lief dann ein paar Tage gar nichts mehr. Warum der uns nicht leiden konnte, wissen wir bis heute nicht. Mehr Begriffe rund um Computer aus dem Englischen muss ich euch aber nicht erklären. Denn dazu hatte ich in meiner Reihe eine eigene Folge. Ach ja, die anderen Folgen, die findet ihr unter dem Link, der jetzt eingeblendet ist. Es sind über 50. Und wenn ihr abonniert, verpasst ihr keine von den nächsten. Und euer Russisch wird immer besser. Bis dann. Bis wieder.